Und weiter geht's hier mit einer neuen Folge in King of Retail. King of Retail, heute geht es los. Wir brauchen Personal und wir brauchen Mitarbeiter, die uns dabei helfen, unser Imperium aufzubauen. Also, wir sind hier wieder im Büro an unserem, ja, nach dem zweiten richtigen Arbeitstag und hier gucken wir mal eben rein. Wir haben ja viele neue Kunden in den letzten Tagen bekommen und so langsam wächst mir die Arbeit auch wirklich über den Kopf. Alter, ist ja nicht auszuhalten. Und da gucken wir mal, wen wir hier haben und welche Fähigkeiten die haben. Und da kann man schon immer viel rauslesen. Hat ein paar Kurse in Marketing, aber bla bla bla. Das brauchen wir nicht wirklich. Seit vielen Jahren, vielen Jahren ein Burgerladen, Fernstudium in Werbung, wäre natürlich was. Ein sommerlang Sportartikelladen, das wäre doch was. Das wäre vielleicht eine für mit Bargeld, Sommerkurs in Bargeldkontrolle. Das wäre doch vielleicht eine für die Kasse und so. Gehen wir mal, laden wir die mal ein. Schönen guten Tag, junge Frau. Wie sind denn so Ihre Fähigkeiten? Wie ist er denn mit der Kasse? Boah, ey. Hier sehen wir sofort zwei Fähigkeitsstufen. Das macht. Oh, da bin ich aber schon ganz hellhörig. Und sehr gut wäre jetzt noch Verkauf. Ne. Da hat sie nichts drin. Ich könnte jetzt hier Regaleinräumung und sowas noch machen. Weißt du was? Man kann sich entscheiden, ob man hier diese Punkte im Gespräch reingeht oder ob man hier die Punkte reinmacht. Hier unten sieht man dann solche Sachen wie. Mag längere Arbeitstage, hat schnell oder verliert schnell Energie oder ist unfreundlich zu Kunden und solche Sachen. Aber das ist eigentlich das Entscheidendere hier. Andererseits kann man diese Sachen auch im Nachhinein, man kann die halt irgendwo hinschicken. Guck mal hier, ein bisschen Marketing. Doch, die hat komplett Marketing schon freigeschaltet. Das heißt, die muss gar keine Kurse mehr machen. Sie muss es bloß üben. Und das finde ich jetzt gerade äußerst praktisch, denn die Person kann ich an verschiedenen Stellen einsetzen. Die will ich haben. Das heißt, wir fangen mal an mit einem etwas höheren Gehalt. Nehmen wir mal so, Lohnvorschlag. Oh, da ist er aber schon pisst. Ah, die weiß halt auch, was sie kann, ne? Gehen wir mal auf 12. Hier unten, oi, immer noch verärgert. Wenn die Verärgerung voll ist, dann ist das Gespräch zu Ende. Okay, damit ist er einverstanden. Uiuiui. Unter 14 Ocken die Stunde. Das ist aber schon nicht so wenig, ey. Das müssen wir erstmal verdienen, Mädel. Kriegen wir aber hin. Vertrag unterschrieben. Ab geht es. Sie wurde jetzt eingestellt. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir sie jetzt einplanen. Und jetzt sehen wir hier an dieser Wand, an der Pinnwand, was die denn eigentlich so alles kann. Verliert Energie langsamer, das ist gut. Stimmung sinkt langsamer, auch das ist gut. Höheres Risiko, Kunden zu verärgern, das ist schlecht. Das heißt, wir nehmen die vielleicht doch nicht für den Verkauf. Benötigt höhere Löhne, ja, habe ich festgestellt. Das habe ich schon festgestellt. Das heißt aber, ich kann sie an der Kasse einsetzen. Und wenn zwischendurch vielleicht nicht viel los ist, kann ich sie auch eine Zeit lang im Marketing irgendwelche Texte schreiben lassen, damit da noch ein bisschen mehr Werbung passiert. Das werden wir auch so machen. Und planen muss ich sie jetzt natürlich auch, und zwar die ganze Woche über. Das heißt, die ersten beiden Tage in der Woche hat sie frei. Da stehe ich dann alleine im Laden. Aber dafür muss sie die restlichen Tage auch hart durchziehen. Ich würde sagen, wichtig sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wichtig sind die Abendstunden komplett. In den ersten Stunden des Tages kann ich das wahrscheinlich noch alleine schaffen. Und dann macht sie gegen 16 Uhr in der Mitte macht sie einmal kurz Pause. Das muss man auch noch einstellen. Und ich hätte sie gerne
Konstant an der Kasse wird natürlich helfen. Andererseits könnte ich. Doch, ich lasse sie konstant an der Kasse. Und wenn ich selbst an die Kasse gehe, kann ich sagen, sie soll das Marketing machen. So machen wir das. So nehmen wir sie erstmal in die Planung mit rein. Und dann gucken wir erstmal, wie das läuft. Ab in den Shop. So, ein neuer Tag und wir sehen, da hinten kommt unser Lieferhannes auch schon wieder an. Moinsen! Kommt er hier besser durch jetzt? Alter, er kommt hier immer schlechter durch. Was ist denn mit ihm, ey? Naja, so ganz so viel brauchen wir gar nicht. Wir haben auch noch gar nicht so viel verkauft. Das heißt, ich packe das schon direkt schnell aus, bevor der Laden aufmacht, dass wir die ganze Ware zumindest hier verfügbar haben. So, erledigt. Der Laden ist offen. Nochmal schnell alles nachräumen, was geht. Und dann gucken wir mal so gegen. Hier fehlen zwei Artikel. Dann gucken wir mal, wann unsere Kollegin kommt für ihren ersten Arbeitstag. Und ich glaube, ich werde sie tatsächlich am Anfang. Guck mal, da stehen schon zwei Kunden. Ich werde sie am Anfang, glaube ich, ins Marketing schicken. Einfach schön pushen das Ganze. So, das haben wir alles erledigt. Da haben wir schon die erste Kundin. Moinsen! Löbt aller. So, jetzt gucken wir gerade mal. Lieferung ist da. Was haben wir denn da jetzt stehen? Also, es kommen schon einige mehr Leute rein. Man sieht das. Guck, 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 guck. War da noch eine Nachlieferung? Ja, warte denn, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Limo, Alter, ne? Viel Wasser, viel Zucker und ansonsten leere Kalorien. Ich meine, Limonade. Also, was wollen Sie erwarten? Ja. Ja, die Wahrheit schmeckt halt nicht, ne? Oh, guck mal da, guck mal da. Da wurde noch was nachgeliefert und ich habe mich schon gewundert. So, Dankeschön. Das ist aber immer noch nicht der Artikel, der mir fehlt. Dann gucken wir doch mal eben rein hier. Artikel unter die Lupe nehmen. Dann klicken wir auf den roten. Und jetzt guck dir das an. Den roten Artikel habe ich anscheinend vergessen. Hier stellen wir mal den Mindestlagerbestand auch auf 6. Bestätigen und fertig. Hier ist das ja alles eingestellt. Hier auch überall. Genau. Ja. Das passt. Hier sehen wir natürlich auch die Preise. Wir könnten hier auch die Preise verändern. Aber ich habe bisher die Preise in der Regel so gelassen, wie sie sind. So. Und da haben wir jetzt schon die Kollegin. Und die Kollegin schicke ich jetzt ins Marketing. Die soll da Gas geben. Das heißt, die geht direkt rüber, hockt sich dahin und gibt Gas. Und ich lasse jetzt hier einfach mal ein bisschen auf schnell laufen. Lass das mal ein bisschen vorspulen. Und dann gucken wir mal, was das alles für Auswirkungen hat. Ich lasse die Leute einfach winken und rufen. Die werden schon wiederkommen. So, wir befinden uns so langsam im Endspurt von dem Tag. Es war bisher relativ durchwachsen, würde ich sagen. Noch nicht so richtig viel los. Ja, immer mal so zwei, drei Leute, aber so konstant waren eigentlich keine Menschenmassen hier drin. Das war's. Wir können jetzt mal eben gucken, was haben wir heute verkauft. Wir könnten einfach jetzt mal nachgehen nach verkaufte Artikel nachbestellen. Das ist alles. Wir machen aber auch hier Mindestlagerbestand, weil ich glaube, da hatte ich ja noch ein bisschen was erhöht. Das heißt, das bestellen wir nach. Unsere Kollegin war den ganzen Tag fleißig hier im Büro am Marketing zu Rande und zugange und hat da Influencer-mäßig Gas gegeben. Wir gehen mal eben ins Büro und sehen jetzt hier Abzug, Miete, Abzug, Lohn. Und wenn das so weitergeht, kommen wir auf keinen grünen Zweig. Also in Gänze wird das hier gerade ziemlich schmal. Aber wir machen weiter und es kann auch nur besser werden. Und das Schöne ist,
dadurch, dass sie jetzt hier die ganze Zeit Marketing macht, bekommt sie Stück für Stück Skillpunkte und wird auch immer besser in dem, was sie macht. Und dann gucken wir mal, ob sich das nicht später auswirkt. Was haben wir hier für Ereignisse? Was ist passiert? Schauen wir mal eben rein. Fehlender Kurs, sagt sie. Fehlender Kurs. Verantwortungsbewusste Rolle im Geschäftsspielen, bla bla bla. Ein Kurs erweitern. Kassenbedienung, okay. Okay, da sehe ich dich leider gerade noch gar nicht, Mädel. Du bist aber auch von der Qualifikation her schon echt gut. Und du wirst mit Sicherheit eine wichtige Rolle auch noch an der Kasse spielen, aber halt im Moment noch nicht. Außerdem haben wir keine Kohle für einen Kurs. Kostet alles. Wir müssen erstmal mehr Dosen und Limos verkaufen hier. Also von daher nochmal schnell rein. Die nächste Lieferung kommt. Da hinten kommt er schon an. Und ich würde sagen, wir starten nochmal schnell in den nächsten Tag. Lassen den nochmal durchlaufen hier und gucken, was dann da am Ende hängen geblieben ist. So, kurze Zwischenbilanz. Der halbe Tag ist rum. Es läuft gerade ganz gut. Das ist ja jetzt hier der vierte Tag. Ja, es fängt schon ganz gut an. Wir gucken gleich mal, welche Artikel hier besonders gut laufen und wo wir vielleicht den Mindestbestand ein wenig erhöhen müssen. Das zeichnet sich gerade so ab, als ob da hinten die Artikel... Ja, die laufen anscheinend sensationell gut. Das heißt, ich werde jetzt hier gleich mal zwei Regale mehr kaufen und diesen Artikel einfach verdoppeln und ich stelle diese beiden Regale hier einfach nochmal mittig hin. Gucken wir mal, kriegen wir das hier eben hin. Regale, Lebensmittel, Getränke, Limo. Ist klar, da kommen jetzt gerade zwei, also stellen wir die mal eben zur Seite. Jo! Zack und zack. Dann stellen wir die Artikel hier einfach mal. Passen die noch hier hin? Ne, ist zu viel, ne? Aber ich kann die hier einfach mal so machen. Wir machen die mal hier. So. So ein bisschen als Blocker mitten in den Weg. Na, passt das oder passt? Ich bin gleich da! So. Katsching, katsching, katsching. Und bei den Artikeln, da müssen wir dann jetzt gleich mal gucken. Na klar, junge Frau. Unser bestlaufender Artikel, kann ich dir sagen. So was Leckeres, Alter. Das ist die Limo der Stars, Alter. Ja, wirklich. Ja, was soll ich dir sagen? So ist es, wie es ist. Ja, gönn dir. Aber jetzt nicht die letzte Pulle kaufen. Ich muss den Mindestlagerbestand... Oh, Glück gehabt. Noch erhöhen. Mindestlagerbestand? Nein! Jetzt hat die... Aber ich habe sie noch hier drinne. Mindestlagerbestand verdoppeln. Auf 12. Auf 12, auf 12, auf 12. Von dem anderen Nachbargetränk auch. Das scheint auch sehr gut zu laufen. Was auch immer das Geheimnis dieser komischen Dinger sind. Jo, ich bin gleich da. So, mal eben hier mit meinem PDA alles eingetippt. Und dann lübt das schon. Die anderen Sachen laufen so lala. Läuft aber heute. Wir haben 18 Uhr. Ob das am Marketing von unserer Kollegin liegt, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach nur, dass die da gerade einen guten Job macht. So, und dann haben wir es auch schon wieder geschafft hier, kurz vor Feierabend. Da ist nochmal ein Kunde, der wirklich eine Frage hat. Alter, kurz vor Feierabend, das sind die allergeilsten. Dankeschön, einfach ignorieren und weggehen. Wir bestellen nochmal alles ordentlich nach. Mindestlagerbestand erhöhen. Ja, Wolski. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal und in der nächsten Folge machen wir nochmal voll den Laden. Und dann sehen wir uns wieder. Hier die Kollegin macht auch Feierabend. Ich mache auch Feierabend. Bis zum nächsten Mal im Livestream oder auf YouTube.